Salut, heute gibt es eine neue Folge Project Cars 2. Und zwar fahre ich hier mit dem Nissan GT-R Nismo. Und das Ganze auf Brno GP-Strecke. Vier Runden. Und der Witz an dieser Ganzen, wir fahren bei Schnee. Ohne Gegner werden hier einfach vier Runden lang driften. Haben wir hier auch schon ein Setup zweckgelegt, das ich euch jetzt zeige. Und zwar habe ich hier die Handbremse ein bisschen zurückgestellt, damit die nicht ganz auf 100% steht. Die Bremsbalance ein bisschen nach hinten versetzt, mehr auf die Hinterachse. Da habe ich nicht viel dran gemacht, habe ich eigentlich das Grund-Setup, habe ich das stabile Setup genommen und das dann verändert. Sprit rausgenommen. Die Achsübersetzung kann man leider nicht verändern. Sonst hätte ich dort noch etwas gemacht und dann hier das Differential. Vor allem die drei Werte da hier sind sehr wichtig. So Grampi könnt ihr noch weiter ins Minus stellen, aber dann kommt euch einfach das Heck umso mehr und dann wird es wirklich hier im Schnee sehr schwierig, das dann kontrollierte Drift durchzuführen. Aber ja, ich würde sagen, ich starte hier. Wenn ihr sonst noch Fragen habt zum Setup oder so, einfach in die Kommentare damit. Ja, und der Winter steht doch gleich vor der Haustür. Hoffentlich habt ihr alle die Winterreifen montiert. Und falls noch nicht, könnt ihr schnell auch so durch die Kurve fahren auf der Straße. Ja, und wir sind hier mit 600 PS unterwegs. Natürlich Allrad, nicht rein Heck. Und wir haben Spikes montiert. Aber das hier macht einfach einen riesen Spass. Falls übrigens wieder mal von jemandem mehr Assetto Corsa Videos gewünscht werden oder was auch immer, könnt ihr mir das natürlich auch in die Kommentare schreiben. Ich weiss, es ist jetzt gerade ein bisschen Project Cars 2 lastig momentan. Was ich schon mal vorab kann sagen, dass nächstes Mal der iRacing das Thema wird sein. Aber hier mit der Sonne und dem Schnee sieht es schon recht geil aus. So, erste Runde geschafft. Nach 2 Minuten 45.
ehrlich, bis richtig am Geniessen, darum bin ich so still. Ist absolut geil. Zweite Runde, 2 Minuten 41. Gar nicht mal so viel schneller. Da haben wir in der ersten Runde noch den Start gehabt. Ich freue mich gerade richtig auf den Winter. Erst einmal Schnee auf der Straße. That's your fastest fast sector time. Ihr seht, die Handbremse ist immer noch recht aggressiv. Aber gerade wenn man so von weitem schon in Drift reinrutschen will, hilft das natürlich sehr. Hier kann man eigentlich relativ entspannt so mit einem 80er durch die Kurve rutschen. Dritten Gang ganz gemütlich so, zu noch einen Kaffee trinken oder so. Letzte Runde. Wenn wir da noch ein bisschen weiter ausholen. Ah, fast ein bisschen zu weit gesehen. Sind wir da auf dem Gras. Ich kann doch sehr früh die Kurve irren. Aber jeder, der Project Cars 2 hat, empfehle ich auf jeden Fall, diese Kombination mal zu fahren. Nissan GT-R. Im Schnee. Wie gesagt, vielleicht im Setup noch etwas verändern. Aber mit dem Stabilen kommen wir auch schon recht gut in die Kurve.
zu lockern, würde ich dann nicht empfehlen. Ja, und nach dieser schönen Driftkombination bedanke ich mich natürlich immer wieder bei allen, die das Video liken und vor allem teilen. Sehr wichtig. Bin ich immer wieder froh für Unterstützung. Wird natürlich auch immer wieder höher gerankt, wer viele Likes hat und Kommentare etc. Das kennt ihr ja auch. Ja. Somit könnt ihr mich eigentlich gratis unterstützen, indem ihr irgendetwas kommentiert oder so. Rutschen wir hier in die letzte Kurve. Er ist zu weit aufgeschaltet. Geht aber noch. Und ja, da haben wir es schon geschafft. Touren ziehen auf AV, die Wiederholung speichern. Und es dünkt mir jetzt gerade, er ist schwarz oder. Täuscht es nur so. Heilige Graue ausgewählt. Und ja, ich würde sagen, das war es für die Folge. Wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt, Fahrzeugstreckenkombination oder auch Spiel, schreiben wir es in die Kommentare und dann sieht man sich sicher beim nächsten Video oder Livestream auf Speedy Swiss Gaming. Hier seht ihr noch Links zu anderen Videos auf meinem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Auf Speedy Swiss Gaming. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.